Horch, horch! Es flüstert zwischen Bäumen und exotischen Pflanzen und rosa Blüten. Welches Märchen uns hier wohl erzählt wird? Alles scheint still zu sein, und doch scheint auf dem Bild etwas Unheimliches in leuchtenden Farben vorzugehen. Ist der Mann mit dem brandroten Haar und grellgrünen Augen im linken Bildrand vielleicht ein Geist oder ein Freund der zwei Mädchen? Dieses Geheimnis könntest du vielleicht zusammen mit deinen Eltern an einem Sonntagnachmittag lüften. Denn das Bild hängt ganz in deiner Nähe, im Museum Folkwang in Essen. Gauguin sehnte sich nach dem Einklang mit der Natur. Für ihn war die ferne Insel Tahiti noch einer dieser ursprünglichen Orte. Darum ist er auf diese Insel ausgewandert. Er meinte dort, wie in guten alten Zeiten, ohne Stadtlärm und Industrie leben zu können. Aber natürlich wollten auch die Bewohner von Tahiti die vielen praktischen Erfindungen nutzen. Und Gauguin fand so kein wirkliches Paradies vor. Kurzum malte er das Tahiti, das er sich erträumt hatte. Eine exotische Welt voller geheimnisvoller Geschichten in prächtigen, kräftigen Farben.